Ja, er filmt schön geradeaus. Also Knopf, Knopf. Und jetzt dreht er auch genau dem Griff hinterher. So muss das sein. Ja, ich wollte es nochmal zeigen, so mit ohne Sitzbank drauf. Da, das ist die neue Kraftstoffpumpeneinheit. Vor allem hier sieht man da rundherum alles wirklich, wirklich trocken. Das kann man deswegen sehen, weil ich habe vorher schon natürlich alles schon abgewischt gehabt, damit ich den Dreck da wegkriege und vor allem damit ich hinterher sehen kann, ob der neue Sprit irgendwo ausläuft. Nein, es läuft kein neuer Sprit aus. Es ist alles trocken geblieben. Interessant ist vielleicht noch zu sehen, diese Überwurfmutter, ne, die kennt man ja auch von anderen Tanks, die ist schwer zu bewegen. Da gibt es einen Spezialschlüssel für. Ich habe stattdessen die Schraubenzieher-Methode benutzt. Schraubenzieher und Hämmerchen. Das ließ sich auch einigermaßen bewegen. Ist also nicht ganz so tragisch wie bei anderen Geschichten. Diese Benzinschläuche hier. Es gibt keinen Benzinhahn. Ergo braucht man etwas, das sich Kraftstoffleitung-Klemme nennt. Habe ich sowas? Nein. Kriege ich das auf die Schnelle her? Nein. Also habe ich einfach im Baumarkt mir etwas geholt, das nennt sich Verbindungsblech. Ja, ihr seht, ne? Diverse Löcher. Ich habe einfach zwei Schrauben reingesteckt, um die beiden Schläuche jeweils ein so ein Ding drum. Ja, hat super funktioniert. Schön, schön breit, keine scharfen Kanten. Erfüllt den Zweck. Ganz wunderbar. Ja, Operation gelungen. Patient verkaufsfähig. Ich werde, ich glaube, das Ding jetzt irgendwie in den nächsten ein, zwei Tagen schon mal reinsetzen bei eBay Kleinanzeigen und darauf hinweisen, TÜV ist Mittwoch. Mittwoch habe ich TÜV-Termin. Ich habe noch bis August, aber ja, verkauft sich mit TÜV halt besser als ohne, nicht wahr? Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nur sagen. Das war alles. Ja, danke fürs Reingucken.